So, willkommen zurück zu Ori the Blind Forest. Ja, es wird zunehmend schwerer und allen voran diese schönen Passagen in diesem Gebiet sind. Achso, das habe ich ja vergessen. Ich muss ja mit RT die Gravitation aktivieren, also dieses Teil, und dann irgendwie springen. Und wir haben ja schon gemerkt, dass es, es wird schwerer, wie schon gesagt. Das Game wird so langsam echt knifflig. Gut, so komme ich also nicht drunter. Ich muss das anders lösen. Erstmal. Ich finde, das größte Problem ist die invertierte Steuerung. Damit komme ich noch nicht ganz so zurecht. Ihr seht schon, jetzt kommt auch noch sowas dazu. Also man ließ sich ganz schön was einfallen, muss ich sagen. Man ließ sich da ganz schön was einfallen. Okay, das war jetzt eigentlich nicht so gedacht, aber egal, es hat funktioniert. Lass ich mir auch nicht nehmen und speichere gleich mal ab. Hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, gerade mal ein Teil davon. Von diesen Fragmenten. Ne, zwei. Das heißt, zwei fehlen da noch. Oh Gott. Die sind da unten. Aber wir können das hier mal machen. Da fehlt auch nicht mehr allzu viel. Doch das Wichtigste ist gerade, dass wir mal gucken, wie wir in die restlichen Fragmentteile rankommen. Ein Teil ist nämlich da drüben. Da ich jetzt weiß, wie das funktioniert. Soll ich das auch so machen? So, das hat gut gepasst. Das andere ist da unten. Ich entsinne mich, das war ja die Stelle hier. Ah, Mann. Uiuiui, knappe Kiste, aber funktioniert. So, kann ich dann mal speichern? Ich glaube, damit hätten wir jetzt alle Kartensteine. Ach stimmt, jetzt kam ja noch so eine Stelle hier. Ja, stimmt. Bei der bin ich oft daneben gesprungen. Die Stelle mag ich nicht so. Okay, jetzt kam die Stelle. Im Prinzip haben wir es auch schon fast geschafft. Wie gesagt, fast geschafft. Wenn so ist, ist es noch in Ordnung. Das war knapp. Oh nein. Ich hab's vergessen. Die Gravitation. Scheiße. Und ich sag's gern nochmal, das Game ist zwar ein Meisterwerk, aber es hat, und das hat der erste Eindruck ja noch verwehrt, es hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad.
Es hat definitiv einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Das ist nicht zu verachten. Und das merkt man auch nach einer Weile. Ich denke mal, so leicht erahnen konnte man schon, als man den Ginsu-Baum betrat. Da wurde so klar, dass das Spiel kein leichtes wird. Jetzt will ich darüber. Danke. Nein! Oh, du... Warum habe ich nicht gespeichert? Oh, Mann! Oh, ich bin so blöd! Oh, warum habe ich nicht gespeichert? Ich habe doch genug davon. Ah, super. Wegen dieser blöden Spinne. Warum musste ich gerade mal ein bisschen eilig sein? Das ist mein Problem. Ich bin manchmal echt zu eilig und da passiert so eine Scheiße. Ich darf nicht eilig sein. Ich muss mir das endlich mal einbringen. Ich darf nicht zu eilig sein. So, jetzt warte ich aber hier mit dem Kasten und mache dann gleich einen gezielten Sprung. Jetzt kam das hier. Das war knapp. Und im Prinzip erinnert mich das ein bisschen an Mario Galaxy, muss ich sagen. Mit der Gravitation. So, jetzt kann ich das mal ablegen. Und mich nur um die Spinne kümmern. Die hier meint, mich trollen zu müssen. Es aber nicht schafft. So, 4 Stück. Speichern gleich mal ab. Den haben wir doch gerettet damals. Den Gevatter. Okay. Was haben wir hier? Ach, so ein Teil wieder. Wow, 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 was ist das denn? Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh jetzt an, was er getan hat. Ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl. Ihr habt den Gesichtsausdruck gemerkt von unserem Freund. Kann es sein, dass er der Letzte ist, der dieses Chaos überlebt hat? Wenn ja, dann müssen wir seine ganzen Freunde wieder auftauen. Falls das noch geht. Ich frage mich, ob Bruno von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Okay, ich glaube, die sind tot. Oh, irgendwie tut mir Gummo leid.
Das hat er echt nicht verdient. Sein ganzes Volk ist tot. Eingefroren. In ewigen Eis. Eingeschlossen. Und ich denke mal nicht mehr lebend. Was ziemlich bitter ist. Ich finde diesen... Ja, das war klar. Ich finde diesen Raum hier sehr imposant. Moment, ich glaube da... Okay, das sieht nach richtigem Weg aus. Von daher gehe ich gerade mal... Gerade aus diesem Grund den anderen Weg. Moment, komme ich gar nicht rein? Ah, Moment. Ich glaube, ich ahne was. Ich hasse es, damit arbeiten zu müssen, mit dem Stampfer. Irgendwie... Ja, das ist so ein Kritikpunkt, den ich hätte. Und zwar... Ah, Mann. Ich bin schon wieder viel zu eilig. Okay, jetzt ganz in Ruhe das Ganze beobachten. Ah, Mann. Aber ich glaube, da unten in der Ecke wird man nicht getroffen. Mann. Ich muss aufhören damit. Ich muss aufhören, so eilig zu sein. Okay, werde ich hier getroffen oder nicht? Nein, werde ich nicht. Man muss ein bisschen... Naja, das war jetzt ganz blöd. Man muss ein bisschen gucken. Oh Mann. Ich will doch nur gucken, was da drüben ist. Ist denn das zu viel verlangt? Aber ich muss sagen, geiler Effekt, den wir hier wieder haben. Mit... Oh Mann. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich einen Fehler immer und immer wieder aufs Neue mache. Oh Mann. Oh Mann. Was mache ich für eine Grütze schon wieder? Oh, ohne Scheiß. Ich... Genau diesen Fehler habe ich in Super Mario Land immer und immer wieder gemacht. Ich habe mich in einem Fehler permanent überholt. Wiederholt. Und das Schlimme ist, in diesem Spiel, also in Mario Land, da bist du ja Game Over irgendwann, ne? Oh Mann, dieser blöde Stampfer. Jetzt mach den blöden Jetzt mach diesen Stampfer. Zack. Weil ich möchte jetzt wissen, was es da gibt. So. Wieso konnte ich mich gerade nicht bewegen? Was soll denn der Quark? Ah, Mann. Das war schon wieder zu eilig. Schnell. Okay, gut. Wohin führt mich das Ganze hier? Ach du Scheiße, jetzt kommt sowas noch dazu. Ach du meine Güte. Aber irgendwas sagt mir, dass der Weg mir
eine schöne Überraschung geben wird. Okay. Weiter. Ah, guck an. Eine Lebenszelle. Ich hab's doch irgendwie gewusst, dass es hier was Schönes geben wird. Ich hab das irgendwie geahnt. Lebenszellen sind immer gut. Bloß wie komme ich jetzt hier wieder zurück, ist die Frage. War das drauf angelegt, dass man da Schaden nehmen muss? An der Stelle? Na egal. Na, das war jetzt natürlich auch ziemlich toll, was ich gerade gemacht habe. Jetzt gehen wir mal oben lang. Gucken, was uns hier erwartet. Wer bist du? Oder was bist du? Um sein zuzuhören. Lebendigkeit liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes auch bewahrt. Diese Ruinen sind alles, was von den Gumon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumon hat jene verloren, die er liebte. Da ist der Letzte seiner Art. Ich hab's doch irgendwie geahnt, dass er der Letzte ist. Ori, oh, muss das nicht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an den Gumon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Weg von ihren Worten beschloss er zu handeln. Okay. Wow, 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 wow. Was kommt da jetzt runter? Ach du Scheiße. Ach du meine Güte! Okay, ich darf nicht permanent das machen. Meine Güte. Na komm. Oh Mann. Das ist eine ganz knifflige Stelle gerade. Aber zumindest gibt es keinen Instant-Kill. Ich denke mal viermal wird uns das Ganze jetzt erwarten. Das ist gerade das zweite Mal. Macht er auf. Oh, verdammt. Das ist eine fiese Stelle. Ich muss sagen, die Lebenszelle kommt mir gerade richtig zugute. Jetzt mach das auf. Oder geht's hier oben weiter? Nee. Nein! Oh, ich hab's gerade gemacht. Das muss ich sagen, ist eine der blödesten Sachen, die ich bisher kenne vom Spiel. Nämlich, dass man
diese Schüsse hinlenken muss. Obwohl ich glaube, ich will mal was probieren, ob das klappt. Und zwar den Schuss dahin zu lenken. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Ja, ich glaube, so wird es funktionieren. Wow, 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 wow. Natürlich geht's nicht. Ich hab's gewusst. Hä? Oh Gott, man muss in einem Rutsch das Ganze schaffen. Holy shit. Das Ganze in einem einzigen einzigen Run. Ich habe ja mal, glaube ich, gesagt. Gut, ich glaube, das Schwerste haben wir überwunden. Ich nehme es zurück. Und ich würde sagen, das hier machen wir beim nächsten Mal bei Ori and the Blind Forest. Bis dann. Ciao.